Ich heiße Lorenz Matzak, ich lebe in Berlin und ich mache Datenjournalismus. Das heißt, ich befasse mich mit großen Mengen an Daten und versuche darin Geschichten zu finden. Na, das Neue daran ist, denke ich, dass auf die Recherchegrundlage, also Datensatz ein oder mehrere, unmittelbar zurückgegriffen wird, beziehungsweise der benutzt wird, um die Geschichte oder die Pointe oder den Sachverhalt, um den darzustellen. Also das geht dann, wie gesagt, in der Regel wiederum nur im Netz, weil du da datenbankbasiert arbeiten kannst und Leute mit dem Ausgangsmaterial deiner Arbeit, deiner Recherche als Journalistin oder Journalist auch direkt interagieren lassen kannst. Sagen wir in dieser Szene von Leuten, die sich mit Open Data oder Datenjournalismus befassen, gibt es so einen beliebten Spruch, der da heißt, es ist einfacher, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Die Prozesse, um an Unternehmen heranzutreten und an deren Daten zu kommen, sind langwierig und oft auch sehr anstrengend und auch nicht unbedingt erfolgreich. Deswegen ist sozusagen die Methodik, sich die Daten erstmal zu nehmen und zu schauen, ob man damit etwas machen kann, meistens vielversprechender. Haben nur ein Projekt in dem Zusammenhang gemacht. Das sind diese Afghanistan-Papiere, wo wir der WAZ, der Westfälischen Allgemeinen Zeitung, geholfen haben, die eben zu crowdsourcen, also so zu ermöglichen, dass viele Leute daran mithelfen können, die lesbarer zu machen, weil die Unterlagen über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan vor allem sehr schlecht zum Teil von der Quelle an die Redaktion gelangt sind. Die mussten eingescannt werden und dann gab es viele Fehler. Und das ist ganz gut gelaufen. Wir sind jetzt so kurz davor, faktisch die zweite Phase zu machen. Also die Papiere sind, das waren jetzt 5000 Seiten. Da sind jetzt fast alle gesichtet worden von einer Gruppe von Leuten, jetzt nicht eine Riesenmenge, ich glaube so 100 haben daran mitgearbeitet, aber immerhin. Mein Name ist Sascha Finor. Ich arbeite in der Entwicklungsredaktion von Zeit Online und bin da verantwortlich für den Datenjournalismus. Was mich natürlich sehr reizt, ist die Energiewende. Da ist uns allen klar, dass es einfach natürlich auch mit sehr, sehr vielen Daten versehen ist. Ich möchte einfach nur mal an die Windkraftanlagen erinnern, einfach mal ein Verständnis zu entwickeln, wo kommt die Energie in Deutschland her, wo stehen diese Windanlagen, wie abhängig sind sie von Wind, wenn wir dann an Offshore-Anlagen denken. Es gibt jetzt eine sehr schöne Seite, die aufzeigt schon mal, wo die Kraftwerke in Deutschland stehen, welche Leistung sie haben, wo welche geplant sind. Aber dieser ganze Komplex, die Energiewende wirklich verständlich machen, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ein weiteres sehr spannendes Thema ist nach wie vor, sind die Waffenlieferungen aus Deutschland. Deutschland, das sich als Friedensnation sieht, aber trotzdem natürlich ein ganz starker Waffenexporteur ist, einfach mit diesen Daten auch noch mal mehr Transparenz, zu schaffen. Und da bin ich aber bisher auch enttäuscht, was wir Datenjournalisten, da nehme ich mich gleich mit rein in die Kritik zum Thema Finanzkrise bisher geleistet haben. Ich glaube, dass der Datenjournalismus der einzige Weg ist, eigentlich dort Licht in das Verständnis dieses komplexen Themas zu geben. Vielleicht ist es auch nicht möglich, es abschließend zu verstehen, aber ich glaube, es ist nur mit Hilfe von Daten möglich. Ich glaube, dass das einfach überhaupt erstmal ein Verständnis kommen muss, was Open Data bedeutet. Das ist, glaube ich, etwas, was erst mit Leben gefüllt werden muss, auch wenn der Wille da ist, natürlich auch erstmal ein Learning ist. Was einfach, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir dieses Denken dann auch wirklich in den Ministerien haben, in den staatlichen Stellen. Was ist Open Data? Nämlich, dass es einfach für Transparenz steht, für die Bürger einfach die Stelle ist, wo sie über Staatshandeln sich informieren können. Dann wird es auch in die Datensätze reinfließen. Ich stelle mal einfach diesen ganzen Bereich Haushalt. Wie ist der Haushaltsstruktur? Selbst da tun wir uns schon schwer, wo ich sagen würde, das ist eine der originärsten Informationen, die dem Bürger zustehen. Und einfach ein grundsätzliches Verständnis dafür entwickeln müssen auf staatlicher Seite, dass die Daten ja den Bürgern gehören. Also sie gehören nicht dem Staat.